bin Katharina Winkler, ich bin hier am Theater der Jungen Welt Theaterpädagogin und Referentin für Diversität. Also es funktioniert so, dass wir mit den Lindenwerkstätten der Diakonie zusammenarbeiten. Die sitzen hier direkt einmal über den Lindenauer Markt entfernt. Also wir sind wirklich Nachbarn, das ist sehr gut. Und für insgesamt 4 Wochen machen hier 3 Leute aus den Werkstätten ein Praktikum bei uns. Und die erste Person war Anfang September für 2 Wochen bei uns und ist einfach so mitgelaufen und hat das Theater kennengelernt und war bei einer Produktion dabei. Und jetzt ist schon seit 2 Wochen Miriam und Olaf bei uns. Die Miriam ist in der Ausstattung und der Olaf ist im Besucherservice. Und ja, die arbeiten hier einfach bei uns und das ist total schön. Ich bin der Olaf. Ich bin jetzt schon die 2. Woche hier. Ich mache mein Praktikum vom 16. September bis jetzt bis zum 27. Das ist diesen Freitag, das ist praktisch morgen. Und ja, mir gefällt die Arbeit und ich bin eigentlich auch zufrieden mit den Kollegen, sind sehr freundlich. Und das Einzige, was mich ein bisschen, wo ich ein bisschen nicht zurechtkomme, das ist eben hier der Verlauf irgendwie. Mit dem gibt es so viele Gänge und viele Räume und ja, da muss man aufpassen, dass man nicht verläuft, ne? Wie gesagt, ich kam vor uns irgendwie, ich sollte irgendwie Flyer auffüllen und habe ich natürlich erstmal alles aufgeschrieben, was ich also brauche und muss ich zurück ins Foyer, also das hier praktisch. Und da habe ich mich verlaufen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon, was habe ich jetzt gemacht? Na, ich bin jetzt hier im Besucherservice. Es sind jetzt schon 14 Tage, wo ich den Einlass mache. Also hier die Besucher beim Besucherservice hier. Die Miriam in der Ausstattung hat selber ein Bühnenmodell gebaut und hat eigene Figuren zu den Stücken gebaut. Das finde ich war auch so ein Highlight. Bei Olaf, finde ich, ist das Highlight, dass er total mutig immer die Ansagen vor den Stücken macht und ganz, also wirklich total selbstständig eigentlich mittlerweile hier im Theater so unterwegs ist. Das Publikum, das alle Kinder, wir grüßen Sie, grüßen euch, die Theater der Jungen Welt. Und wir müssen darauf schnappsam machen, dass die Handys auszumachen sind und dass nichts gegessen werden darf. Gestern ist mir aufgefallen, wo ich meine Ansage gemacht habe, dass es da sogar Applaus gab. Genau.